Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring. Part 175 müsste da sein, ja. Ja, jetzt sind wir hier immer noch in den Katakomben unterwegs, hier am Berggipfel der Riesen. Und ja, hier scheint sich jetzt so der ein oder andere Gang zu wiederholen. Das kennen wir ja schon so ein bisschen. Wir hätten jetzt auch den Fahrstuhl nehmen können, aber jetzt habe ich mich erstmal dazu entschlossen, den anderen Weg zu wählen. Denn man weiß ja nicht, was man hier noch alles finden kann, ne? Unter anderem der Gräbertallilie plus 8. Ich glaube, die habe ich vorher noch nie gesehen. Also ja. Für irgendeine besondere Asche. Ach du Scheiße. Und sowas sieht man hier auch selten. Habe ich noch nie gesehen. Ein Riesenvieh. Aber wir haben nicht mehr viel Heilung, ne? Das ist jetzt unser Problem. Aber ich glaube, die kann gut zuhauen. Ja, und Gift versprayen. Oh, sie kann bluten. Oh, ich werde mich mal hochheilen. Und dann war es das auch schon mit der Heilung. Oh, wie viel kriegen wir? Relativ wenig. Aber ist auch ein relativ leichter Gegner. Sagen wir es mal so, ne? Also hier geht's weiter. Wir gucken mal, wie wir... Ach du Scheiße, noch so ein Top. Haben wir hier wieder eine Falle? Das wäre nett. Scheiße. Ah, ja. Puh, gut. Versucht sich zu heilen. Ja, hier kommen wir nämlich auch runter. Aber da weiß ich dann nicht, wie es... Gräberteil hier 7 erstmal wieder bekommen. Wie es hier weitergeht, ne? Könnten jetzt hier lang gehen. Aber da gibt es halt kein Zurück mehr zu dem Fahrstuhl. Also würde ich dann doch erstmal vorschlagen, dass wir wieder zurück zum Fahrstuhl gehen. Und dort den Weg einschlagen. In der Hoffnung, dass wir den Hebel finden. Na, um den Boss aktivieren zu können. Ja, die Beile. Ich muss aufpassen, ey. Ich habe keine Heilung mehr. Gut. Ja, haben uns öfter schon ganz gute Dienste geleistet. Und hier ist der Fahrstuhl. Genau. Der fährt auch sehr langsam. Also vermute ich mal, wird er nicht allzu hoch fahren. Ja, okay. Aber uns gehen die Ressourcen aus. Das heißt... Oh, hier ist sehr viel Blut. Scheiße. Ach, wegen euch. Warum schlägt der nicht richtig zu? Weiß nicht. Weil so nah an der Wand war oder was? So noch einer. Ja, jetzt schlägt er richtig zu. Ja, so. So musst du zuschlagen. Ey, ich habe nicht mehr viel Ressourcen. Ah ja, muss auch auf lauernde Gegner einschlagen. Das haben wir auch festgestellt. Weil irgendwann fallen sie einen bestimmt in den Rücken. Wir haben die bisher glücklicherweise rechtzeitig beseitigt. Aber vielleicht hängt da oben noch was, ne? Ich hab's doch gewusst. Ha. Oder so. Oh, scheiße, ey. Oh, das war doch schon. Hier ist der Boss. Nee, ist doch kein Boss. Oh je. Hier kommt ein Boss. Jetzt schon. Ich hab doch erst später mit dir gerechnet. Oh, scheiße, ja. Das kann er ja auch. Kurz hin und wieder weg. Ja, ich lasse ihn erstmal vorschnellen, genau. Na komm. Na, der macht das mehrmals. Stimmt ja. Und jetzt mit. Genau. Naja, ich muss jetzt ein bisschen. Oh oh. Ah, nee, ich wollte da vorschnellen.
der ein Dreier. Boah, Gott. Ui, der brauchte wenigstens ein bisschen was, ey. Oh Gott, ey. Ja, aber hier geht's doch nicht weiter. Warum sollte ich hier lang gehen und nicht da? War eine tolle Nachricht? Ja, anscheinend, ne? Ah, toll. Hier ist ja nix. Hier ist kein Hebel. Hier war einfach nur ein Boss. Vorsicht vor Hund, ja. Gut, naja, okay, immerhin. Vielleicht wollte die Nachricht damit auch sagen, wir sollten zuerst dahin gehen und dann, weil es auf der anderen Seite halt weitergeht. Oder so. Gut. Naja, haben wir das geklärt, auf jeden Fall. Seltsam, dass hier immer extra ein Fahrstuhl ist. Das irritiert mich wieder. Er macht mich irre. Liebe Entwickler von From. Eieiei. Na gut. Zumindest haben wir da jetzt alles beseitigt schon. Trau hier diesen Wänden noch nicht. Denk immer, da ist irgendwas, was wir noch erkunden können hier. Gut, dann können wir uns da also fallen lassen. Ich hoffe, da kommt nicht noch ein Durchgang, ey. Ich meine, so liebe ich ja die Dungeons, ne? Voller Fallen gespickt und so und Überraschungen. Und das war hier wieder mal voll gegeben. Habe ich denn nicht eingesammelt vorhin? Anscheinend nicht. Du hast doch noch was reingerannt. Ach, das war von einem dunklen Gefäß. Ich habe immer Schiss, dass ich hier irgendwie den Hebel übersehe, aber der ist immer relativ gut gekennzeichnet. Mit einer Statue in der Nähe, die den noch beleuchtet zusätzlich. Also eigentlich kann man da nichts falsch machen. So, die habe ich ja alle besiegt hier. So, und da ging es nicht weit. Doch, da oben ging es weiter. Achtung, nicht wieder auf die Falle latschen. Genau, hier ging es weiter. Ich guck mich dann auch mal hier um kurz. Muss doch was sein. Nee, hab ich schon mal gegengeschlagen, richtig? Ja. Gut, dann müssen wir da lang. Dann bleibt jetzt nur noch ein Weg. Das ist der Weg nach unten. Oh Gott. Gut, dass ich richtig gesprungen bin. Oh, scheiße. Dass ich wo rein muss, richtig? Weil hier haben wir schon gelootet. Och, nö. Nee. Hä? Hier waren wir, definitiv. Hä? Okay, jetzt bin ich raus. Ne, da sind wir schon mal runtergefallen an der einen Stelle, ne? Da hätten wir jetzt auch nicht rein können. Och, das ist ja jetzt doof. Was habe ich denn übersehen? Wo geht's denn hier weiter, Leute? Hä? Ich komme nicht mehr klar. Was steht denn hier? Hier suchen. Hm. Ja, ja, aber da war ja nichts. Nicht hier. Nee, nee, da kommt man wirklich wieder zurück. Moment. Runter. Ah, ich hab's mir fast jetzt... Ah. Oh, nee. Wie soll ich das überleben? Bitte. Oh ne, hier auch noch. Ey, lasst mich in Ruhe, ey. Ihr Töppe, ey. Ah, hier ist der Hebel. Ah, sehr gut. Ja. Also doch.
Irgendwo hat sich eine Tür geöffnet. Ja, wir wissen, wir wissen. Das ist ja schon mal das Wichtigste. Wir haben den Boss freigeschaltet. Das wollte ich. Ah, drück mal weg. Kommst du hier rein? Ja, die können irgendwie hier rein. Ne? Oh Gott, ja, sie können hier rein. Au. Boah, der hat so einen Wuchtschlag, ey. Der ist jetzt gebufft, ja. Oh, der ist unkaputtbar damit, wa? Kann das sein? Wann lässt denn der Buff nach? Naja, oh, hat sich jetzt eh erledigt. Scheiße. Hä? Wegen jetzt? Auf jeden Fall da, wo ich schon mal war. Ich habe eh keine Ressourcen mehr. Spackt er da oben rum. Wo war denn hier jetzt der Boss, Leute? Aha, jetzt sind wir hier. Wo es zum Boss geht. Ich wollte noch mal gucken, was es da gibt. Oh. Muss aufpassen, ey. Das ist ganz schnell. Kann das hier mit meinem Tod enden? Komm runter. Ja. So, okay. Wollen wir erstmal kurz nochmal weiter. Ich möchte ja gerne da, wo der Topf ist, weitermachen. Ah, ich hab da noch Pfeil und Bogen, Mensch. Dann baller ich einfach damit auf ihn. Ne? Richtig. So machen wir das. So, hier ging es erstmal hier lang. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg, aber. I don't know. Einen kürzeren. Wo waren hier? Hier suchen. Ja, werden wir gleich mal Lobpreisen und die Nachricht hier auch. Scheiße, jetzt ist der da vorne. Ne, mach ich denn hier? Nachricht und dann ja. Scheiße. Jetzt hockt der dazwischen wahrscheinlich. Na, oh, muss er sich gleich verzaubern? Ausdauer ist weg, okay. Geht gut. Ich hab nicht mehr viel. Das muss jetzt reichen. Auf jeden Fall kommt er nicht näher, er macht nichts. Ich muss jetzt leider so arbeiten, sonst bin ich hier weg vom Fenster. Schwerfeuer. Ach, das ist die Fähigkeit. Na, das waren die Pfeile. Ah, jetzt kann ich nichts herstellen. Warum nicht? Aber der Gegner da ist. Ich verstehe. Ah, der bufft sich da. Vielleicht kann ich irgendwas werfen. Ja, Mensch, wir haben es doch. Wirf mal was auf den. Bombe oder was weiß ich. Die gab's doch früher mal, diese schönen Feuerbomben oder sowas, ne? Haben wir nicht was? Ein Schnellobjekt? Nee. Wir können nichts werfen? Das kommt. Wir haben Pfeile, ja. Sowas hier, ja, nutze ich eh sonst nicht. Warum darf ich das nicht werfen? Ich brauche Magie dafür? Kristall? Wurfpfeile? Dafür brauche ich Magie, oder wie? Was ist das für ein Quatsch? Oder die normalen. Oh, die machen mehr Schaden als. Okay. Als dass ich mit dem Bogen. Als wenn ich mit dem Bogen schießen würde. Okay.
Jo, sehr nützlich. Behalte ich jetzt im Inventar. Okay, wieder Krallen auswählen. Ja. Gut, weil hier kann man mich auch runter, ich gesehen. Das hat mich jetzt... Hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Wollte nämlich gerne gucken, was hier ist. Auch wenn wir hier schon waren. Okay, Leute. Hier war also nichts weiter. Alles klar. Haben wir das soweit erledigt. Aber wo war jetzt der Boss? War oben? Ne, der war nicht oben. War der oben? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Hier ist erstmal alles frei. Aber ohne Lebensenergie brauche ich es eh nicht versuchen. Ne? Wo war denn der Boss jetzt, ey? Gott. Gott nochmal. Hier. Aber wo war... Ist hier kein Ort der Gnade? Ne. Scheiße. Was ist denn das? Feuer versuchen. Ach du Scheiße. Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Feuer! Wurzelharz. Können wir jetzt was herstellen? Ja. Irgendwas mit Feuer. Feuerriesentopf. Einmal können wir den herstellen. Im Inventar. Eins. Feuerblüte. Brauchen wir nur Feuerblüten dafür? Ach so. Ach so, dafür brauche ich diese Ritualtöpfe. Ich verstehe. Oh, kann man die nicht irgendwo kaufen? Oh, das ist ja ätzend. Das haben wir ja nicht viele davon. Gut, dann nehmen wir die jetzt mal raus. Dann machen wir die Feuertöpfchen dahin. In der Hoffnung, dass es uns was bringen mag. So. Wo war hier der Ort der Gnade? Da müssen wir ja gegen die Wichtel kämpfen. Was ist denn hier die Gnade? Ach Gott, nee. Sehr weit weg. Hier höre ich auch so ein Flirren wieder. Habt ihr die gehört? Ja, hier. Hier. Aber kann auch draußen irgendwo sein. Wo war denn die Gnade? Keine Gnade, ey, von der Gnade. Oh, wo war denn das Ding? Nee, da war nichts. Das ist so umständlich. Da war sie. Ach, Gott sei Dank. Naja, wir werden ja sehen, ob wir... Mein Gott. Stufenaufstieg. Komm. Lebensenergie? Bringt viel. Mhm. Oder bisschen Geschick. Bringt immerhin auch was. Zwei. Und macht uns resistenter gegen Magie, Feuer, Blitz, Heilig, Immunität, Robustheit, Fokus, Lebenskraft werden auch gestärkt. Ja. Hm. Hört sich immer so gut an, aber es ist halt nur ein Punkt immer. Wie man sieht. Aber wirklich von allem nur ein Punkt besser. Naja, was heißt nur? Steht da Tropfen, hüllt den Stein, aber dafür machen wir eben zwei mehr Schaden. Yes. Oh nee, passt auf. Da kriegen wir zwei mehr. Ist auch gut. Hier kriegen wir deutlich mehr. Da ausgerechnet ja 24, ne? Machen wir das? Ja. Ja. So, jetzt bin ich aber verwirrt. Wieder mal. Einmal mehr. So, haben wir jetzt Lebensenergie? Habe ich jetzt gerastet? Ja. Mann. Nerv nicht. So, Feuer ist ausgewählt. Feuertöpfe. Feuer. Deswegen ist hier so eine Herbeirufungs... Bin ich richtig? Aua! Ja, schnell runter. Schneller. Die überleben das doch. Obwohl, das überleben sie nicht. Na? Jetzt könnt ihr kommen. Schweinebande. So, jetzt
wäre der Verlust wenigstens nicht ganz so groß, ne? Wenn man jetzt Quali. Sicher ist sicher. Man weiß nicht, was da auf uns wartet. Ne? Niemand. Auch ein unsichtbarer Gegner. Ach. Ach so. Ein Stark. Okay. In saustark, okay. Feuerversuch, der hat doch selber Feuer drauf. Ja, agil sind die Dinger, ja. Oh oh, zweite Phase gleich. Weg! Ah, ein bisschen kennen wir ihn noch. Oh, kriegen wir da wieder ein goldenes Saat oder so? Naja. Hm. Ja, auch das kenne ich. Naja, gut. Feuerversuch. Easy peasy. Ja, eine goldene Saat und eine Klangperle. Des Talilien. Talilien pflücken. Ah, Pflückers. Oder so. Geil. Ah, ich glaube, ich kann die noch nicht einsetzen. Oh, cool. Och nee, das ist schön. Da freue ich mich. Todeswurzel. Zum Eingang zurück. Ja, machen wir das mal. Ich glaube, was anderes lag da jetzt nicht rum, ne? Ist ja auch genug. Also, aber es heißt genug. Man kann nie genug haben, ne? Hm. Ah, war schön. War gut. Das ist auch krass, dass man die Gnade erstmal suchen muss. Ne, war ja gleich. War jetzt wie immer eine Gnade? Hm? Ja, verwirrt. Ne, wir können noch nichts einbauen. Ah, jetzt können wir nochmal aufstellen. Geil. Wie viel hat denn das Ding gebracht? 50.000 gebracht haben oder sowas, ne? Alter Schwede, ja wirklich. Oh. Okay, das hatten wir erst. Obwohl, dann war bei 1,7. Hm. Ne, jetzt mache ich mal. Kondition haben wir ganz gut. Stärke. Machen wir Geschick jetzt, ne? Ja, komm. Prima, Mensch, ist das super. Ja. Können wir alles gebrauchen, wie gesagt. Das ist alles nicht schädlich. Oh Gott. Ach du nee. Oder? Bye bye. Hier fällt bestimmt auch irgendwann was zusammen. Was ist das für ein Geräusch? Ist das die Musik hier oder passiert hier was? Oh, ist wahrscheinlich die Kampfmusik. Yay, hier ist er ja. Was hast du denn Schönes für uns? Verlorene Kriegsasche mal wieder. Was bringt das eigentlich? Dass man die wiederbekommt? Ja, ich glaube, wenn man die auswählt oder so, dann verhindert man, dass man Kriegsasche verliert oder so. Nee, die Ionen verliert? Nee, die waren das. Verlorene, ich muss es mir mal angucken, Leute. Also ups. Wartet mal. Soll ich mal Feuer rausnehmen? Ne, ich lasse das mal drin. Wenn wieder so eine Helden oder da hinten ist auch wieder was Nettes da, ne? Die sind vielleicht wahrscheinlich empfänglich für Feuerschaden. Ja, ne? Was machen wir da? Nachrichten. Objektherstellung. Ja, was wollte ich denn jetzt machen? Inventar gucken. Hat diese verlorene Dingsbums da bewirkt. Gut, finde ich jetzt gerade nicht. Hier war das mit bei, ne? Das ist wahrscheinlich irgendein Verbrauchsgut oder sowas. Habe ich, glaube ich, schon mal gelesen, was das macht, aber bei der Fülle an Gegenständen, ja, da wissen wir das natürlich nicht mehr. 4, ne? Wahrscheinlich brauchen wir jetzt 5 oder 6 oder sowas. Ich habe nach wie vor noch einen, leider. Nein, wäre mir aufgefallen, wenn ich noch welche gefunden hätte. Ah, da haben wir auch schon einen gefunden, genau. Nö.
Hier war. Hier. Ermöglicht Duplizierung. Die sind wertvoll. Von Kriegsaschen. Gerade wenn man denn eine Waffe vielleicht. Oder zwei Waffen. Mit derselben Kriegsasche ausrüsten möchte, ne? Da macht das natürlich Sinn. Oh nee, oder ich hab's geahnt, befürchtet und. Überhaupt. Was steht denn hier? Tapferkeit. Das ist so ein Riese, ach so. Oh, der hat mir das Pferd unterm Hintern weggeschossen. hier ist sowas, ich hab's doch gewusst. Das wollen wir unbedingt sammeln. Aua! Herrlich fett mit Kordel. Und Regenbogenstern. Warum bräuchte ich hier einen Regenbogenstern? Bräuchte ich. Boah, das ist, wie gesagt, die sind zielgenau. Die Schweinebande. Muss aufpassen, ne? Jetzt hier runter. Ja, es geht runter, aber auf immer wiedersehen. Na warte, ey, wenn ich erst bei dir bin, Junge, dann setzt das was. Ich sehe es noch, ja. Na, schieß mal. Na war. Bin schon längst drüben. Haha. Du gleich nicht mehr da. Ah, boah, so sehr bin ich mir nicht. Müssen wir das aushalten, obwohl es geht. Also er macht nur mehr Schaden, obwohl. Ja, er macht mehr Schaden, aber stirbt genauso schnell. Ey, ein Adernblatt war hier. Das hat sich schon mal gelohnt. Und dicke Runen gibt's hier, 13er. Coole Nummer, ey. Möchte gar nicht wissen, wie viel ich schon von denen habe, ne? Also generell von den Runen. Ich meine, die kleinen, ja, das sind ja diese Schädel, ne? Sind am Anfang ganz nützlich. Komm mal hier hoch. Ja, muss ich wohl. Wir haben ja ein bisschen was wieder bekommen. Nee, höher kann ich hier nicht emporsteigen, leider. Ach, ist das herrlich. Cool gemacht, auf jeden Fall. Ich meine, war zu erwarten, dass da irgendwas kommt. Die werden es dann jetzt einfach mir nichts, dir nichts rüber spazieren lassen. Ja, muss ja alles verteidigt werden, ne? Oder will alles verteidigt werden? Oh Mann, ey. Der Tod lauert hier überall. Was willst du denn hier mit deiner Nachricht, ey? Das irritiert mich immer. Insekt voraus. Aber Verzweiflung. Oh. Oh, da ist eine, da ist ein Insekt. Wo? Ich sehe das Insekt nicht. Tut mir leid. Vielleicht hat es sich auch schon aufgelöst. Oder wurde weggeschossen. Ich weiß nicht. Na, hör dich mal hoch. Ja, ich sollte endlich mal wieder so eine Träne finden da, ne? Mit den Tränen. Huch. Ah, hier ist so ein Insekt. Hier höre ich jetzt eins, ja. Auf der Seite. Aber wo? Wahrscheinlich hängt das hier irgendwo. Insekt. Da ist es doch. Er hat wohl falsch geguckt. Boah, ist das groß. Das ist was. Oh, Dunkelschmiedestein 8, den zweiten. Ah, das hätte ich auch gerne in. Also ein Schmiedestein auf jeden Fall. In normal. Das wäre auch ganz nett. So, okay. Und hier irgendwo haben wir noch den Auftrag jetzt, ne? Das ist gar nicht mehr so weit weg, glaube ich. Diesen Assassinenauftrag, denke ich mal, dass es einer ist. Also ich glaube nicht, dass wir dem. Dass wir mit dem einen Vertrag abschließen oder so. Über ein neues Pferd oder dergleichen mehr. Ne, ich bin ja zufrieden mit Sturmwind.
Die kann uns gern erhalten bleiben. Der, die gute Sturmwind. Oh, da können wir auch runter. Ja, das ist ja gleich da oben scheinbar. Jenseits einer Brücke. Okay. Und hier ist noch was zum Sammeln. Also hier sollte ich wirklich alles einsammeln. Weil wertvoll kann es sein. Ah, Leiche. Ja, wenn man da fällt, ne, oder? Ja, dann ist man eine Leiche. Das ist ziemlich sicher. Genau, mit Sicherheit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Ich hoffe mal, ich habe hier schon alles. Ah, die Musik ist auch schön, ne? Gelootet, soweit. Gut, dann lass uns mal hochgehen. Gut. Oh, eine Gnade. Ach, schön. Gnade. Voraus. Das gibt Applaus. Okay, für den Klaus. Krieg einen Anruf gerade, sehe ich. Aber ich möchte jetzt nicht angehen. Ich rufe zurück. Sehr gut. So, ja, ich soll... Soll die rasten? Ja. Ja, ja, hier sind ja jetzt keine Gegner gewesen. Das muss ich sogar. Also, wäre sinnvoll, ne? Also, gerade wenn wir da so einem Assassin gegenübertreten. Der wird hier auch knüppelhart sein, ne? Nicht umsonst ist das hier in dem Gebiet. Auch wenn wir den Auftrag von Haus Vulkan bekommen haben, aber... Der wird knüppelhart sein. Na, oh, das ist noch ein Stückchen, aber da sind irgendwie Ruinen und da kommt man wohl von hier aus nicht hin. Aha, ich möchte da hin. Ich möchte erstmal den Auftrag erfüllen. Aber wie ich das Spiel kenne... Ach, das ist noch ein... Oh nee, wer ist das? Latena. Schloss Sol. Oh! Oh! Oh, das ist nett. Ein Hinweis haben sie eingebaut, ob das vorher schon so war oder erst durch einen Patch. Das ist geil. Das war doch die eine, ja, die war schon mal die mit dem Wolf da, ne? Ja, 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 das ist die. Das Mädel. Oh, hoffentlich bricht das hier nicht ein. Huch. Nicht doch. Warum fallen die nicht einfach mal um? Aua. Na, wieso deutlich ist nicht weh. Ich hab geflunkert. Die überleben das. Okay. Rennt er denn hin? Ach so, wolltest du Schein auf mich schleudern. Irgendwie ist dein Plan nicht so richtig geglückt. Bringen auch ein bisschen was, immerhin. Nicht so viel, wie diese Helden da gebracht haben. Oh ne, die Brücke ist oben natürlich. Ach du Scheiße. Ach, Tiermenschen hat's hier auch. Und da hinten ist noch was Fliegendes. Na, ich möchte jetzt den Assassinen da. Komm. Ich hab da Bock drauf jetzt. Den zu schlagen. Wie komme ich hier hoch, ist die Frage. Oh Gott, die halten ja auch so viel aus. Ah, und der wird auferstehen. Wie komme ich denn da hoch, Leute? Da ist so eine Hütte. Ist hier noch ein Ort der Gnade? Bitte. Bitte, bitte, bitte. Ne? Oh, die bekriegen sich untereinander. Das ist mir am liebsten. Ja, macht das mal. Hütte des Erhabenen. Oh, das Outfit der Wanderjungfer. Och, das ist nett. Das ist nett. Da geht's hoch. Da geht's hoch. Ja, 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 ja. Ich guck mir das alt noch an. Keine Sorge, Leute. Wärmender Stein. Feste Fleisch. Oh, lasst mich. Möchte ja auch nichts verpassen, ne? Keine Frage. Aber erstmal möchte ich den Auftrag erfüllen. Das drängt so allmählich, ne? Ah, ich habe die Befürchtung, der wird mich echt versohlen, der Jene. Juhu! Geil.
So, wo kommst du? Die spawnen ja dann irgendwie, ne? Also noch wird man ihn nicht sehen. Ach du Scheiße. So, wo ist der Auftrag? Bei der Hütte. Das ist eine Hütte. Die Hütte ist da unten. Hier sieht's da aus, wie so ein toller Kampfplatz. Da ist er schon. Das ist der? Nee, oder? Was machst denn du hier? Mike, ihm auch Schaden, ja, ein bisschen. Das ist ein Tiberseefahrer. Die muss ich wohl erst. Ist, gehört der zu dem Auftrag? Ja. Oh, Scheiße, der macht eine Menge Schaden. Wo ist denn dein Herr, Meister? Oh, das ist scheiße. So haben wir nicht gewettet. Geht so viel aus. Boah. Ich weiß auch nicht, womit er mich gerade haut. Na geil. Oh, Scheiße. Oh, so eine Gegner sind nervig. Die mal wieder verschwinden. Taucht da nicht mal mehr persönlich auf hier, der Tiberseefahrer. Schickt da einfach so eine Illusion. Na, wo? Ja. Na, was bekommen wir jetzt? Nee, ne? So, wo ist denn der Auftrag hier? Hm, hier kommt keiner. Dann ist er doch unten, oder wie? Wo soll denn der sein, der Typ, da? Nee, irgendwie falsch. Hä? Taucht der bei der Hütte auf, oder wie? Der kommt hier nicht. Oh, ich dachte, der kommt hier oben. Was soll man da machen? Gesuch von Haus Vulkan, ja. Vielleicht kommt der nur zu einer bestimmten Zeit oder so. Nein, da muss ich mal runter. Das ist ja nicht ersichtlich, ne? Ob das unten oder oben ist. Oh, unten ist ja auch keiner gekommen. Oder erschienen. Das überlebe ich, ne? Ja. Weich wie auf Wölkchen. Was scheint er hier bei der Hütte? Wo? Soll ich den hier rufen? Ist hier ein Rufzeichen? Geisterquelle suchen und dein Händler voraus. Was meint er? Cool. Ja, ich will endlich meinen Auftrag erfüllen. Vielleicht taucht er jetzt auf. Denn dahin? Ey, und Orientierung. Taucht der hier auf? Auf der Brücke hätte ich jetzt gedacht. Ah ne, hier sind mehrere Blutflecken. Hä? Warum kommt er nicht? Da muss irgendwo ein Rufzeichen sein. Hier, ich hab's. Ah. Ich mach erstmal die Viecher kalt. Versuch's zumindest. Aua. Warum ist denn hier keine Gnade? Hier ist bestimmt eine Gnade in der Nähe. Gut, wir rufen ihn mal. Oh je. Ne, wir gehen ja in seine Welt. Aha, auch das noch. Ach so, hätte ich mir das sparen können. Bist du ein Netter? Ah, oh, der ist gut machbar. Ach, der säuft, der stimmt. Wir können ja trinken. Hm,
Na, der war ja wirklich easy. Also easy peasy. Wird besiegt. Runenbogen erhalten. Und das war's. Alles klar. Haben wir das soweit auch erledigt. Sehr cool. Oh, jetzt kriegen wir das. Ah, Hoslos Blütenpeitsche. Hoslos Helm. Hoslo halt. Hoslos Rüstung. Geil. Oh, die sieht ja cool aus. Oh, die gefällt mir. Gut, jetzt gucken wir uns noch an, was es damit auf sich hat. Ja, stimmt, das waren ja Rufzeichen, die man immer aktivieren muss. Ich dachte, der taucht auf. Das ist ein Invader oder sowas, ne? Aber nee, die Aufträge waren ja irgendwie damit verbunden, dass die gerufen werden müssen, oder? War das immer so? Ich weiß es nicht. Naja, ist ja auch egal. Hoslo. Naja, schwächer als unsere Rüstung natürlich. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Na, sieht ganz nett aus. Fashion Souls. Fashion Souls. Passt da zu unserer Hose, erstaunlicherweise. So mit denen irgendwie verwandt. Ja, ich lasse die aber an. Und hier gucken wir uns mal an, was ist damit auf sich. Eine rot verzierte, kitschige Silberrüstung, ein Erbstück von Haus Hoslo. Als Juno Hoslo eine Einladung nach Haus Vulkan erhielt, schlug er sie diskret aus. Ich habe bereits so viel Blut in meinem Leben vergossen, mich aber dennoch niemals wie ein Held gefühlt. Naja, okay Leute, sehr cool, die Waffe noch, wa? Was war denn das? Hoslos Peitsche, ja. Da ist sie ja. Habe ich ja noch nicht so viel. Eine Metallpeitsche aus unglaublich starken, scharfen Kettengliedern, die Blütenblättern ähneln. Dieses Kunstwerk ist seit Generationen ein Erbstück des erhabenen Hauses Hoslo. Die Waffe erfordert viel Geschick, ist aber ideal, um Gegner auszubluten. Die Geschichte von Haus Hoslo ist in Blut geschrieben. Naja. Also ganz ehrlich, wir machen auch Blutungsschaden ohne Ende und da sind unsere Waffen mir entschieden lieber. Also ich werde natürlich keine Peitsche führen, ne? Habe ich auch noch nie gemacht. Peitschenwaffen, ja, sind ganz nett, ne? Aber weiß ich nicht. Werd nicht warm mit denen. Also ich kann die auch nicht wirklich verwenden, weil, ja, die machen immer sehr wenig Schaden, finde ich tendenziell. Und sie haben eine sehr lange Ausholanimation und so. Und da hat man ja gesehen, ne? Wurde jemand zum Verhängnis letztendlich. Gut, Leute. Also dann, machen wir erstmal Schluss an der Stelle. Bye, bye, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Schack. Lasst es euch gut gehen. Und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like in den Norden da. Bis dann.